ist das Blut unserer Wirtschaft. Ohne Öl fahren keine Autos, fliegen keine Flieger, gibt's auch keine Computer. Also man kann wirklich sagen, ohne Öl läuft gar nichts. Das ist der unumstößliche Fakt des Status quo. Ein Grund für uns, ausführlich über diesen Rohstoff zu sprechen. Unser Experte dafür ist Dr. Behrouz Abdolwand, deutsch-iranischer Ökonom und Politikwissenschaftler. Im ersten Teil unseres Gespräches hat er uns einerseits beruhigt, denn er geht nicht von einer Ölknappheit in den nächsten Jahrzehnten aus. Andererseits hat er verdeutlicht, Öl ist Politik. Und die schwächelnden oder sogar am Boden liegenden Volkswirtschaften des Irans oder Venezuelas sind Opfer einer gewissen Politik. Genau da werden wir jetzt anknüpfen im zweiten Teil unseres Interviews, Dr. Behrouz Abdolwand. Er wird darüber sprechen, wie die deutschen Interessen und die deutsche Politik im Zusammenhang mit Öl und Libyen passiert. Also Politik, Wirtschaft und Ölvorkommen und Ölförderung stehen in einem engen Zusammenhang. Wenn wir beim Beispiel Libyen bleiben, bei der Türkei wird es ja relativ vordergründig betrachtet. Die Türkei hat ein Interesse an Rohstoffvorkommen im Mittelmeer, darum liefert sie Waffen an die Tripolis-Regierung. Wenn wir das mal übertragen auf die deutsche Regierung, auch wir haben ja erhebliche Interessen an dem Öl in Libyen. Libyen gilt als drittgrößter Exporteur nach Deutschland. Wie macht denn die Bundesregierung ihre Interessen dort geltend? Bis jetzt, Bundesregierung hat versucht, politisch weniger aktiv zu sein und nur die europäische Position zu unterstützen, insbesondere die Regierung in Tripoli. Aber der Grund, dass man so neutral sein darf, ist, dass Wintershall hat als eine deutsche Firma, die dort aktiv ist, hat sowohl Offshore- als auch Onshore-Gebiete unter Kontrolle und zurzeit Teil der Exporte laufen über die Offshore-Gebiete und aus der Perspektive nicht sehr intensiv die deutschen Interessen verletzt werden. Was die Türkei angeht, aber bin ich der Meinung, dass es nicht nur Rohstoffressourcen sind, sondern die Regierung in Tripoli ist politisch gesehen mehr den Muslimbruderschaft nahesteht und auch der Präsident von Türkei ebenfalls. Aus der Perspektive sollte man da auch die politisch-psychologische Faktor der Präsenz Türkei in Tripoli nicht unterschätzen. Insbesondere, dass Türkei unterstützt auch Katar, ohne konkrete Rohstoffinteressen dort haben zu dürfen. Mhm. Weil Katar der Muslimbruderschaft auch unterstützt, Türkei tut es und die sind die Gegenpol von Saudi-Arabien, Ägypten und Emiraten, was die politische Entwicklung der Region angeht. Die Bundesregierung hat sich ja gerade im Libyen-Prozess deutlich engagiert. Gehen Sie also davon aus, Sie vertreten dort tatsächlich eine Position des Friedens und eine Position der Europäischen Union und wirtschaftliche Interessen spielen ja nicht die vordergründige Rolle? Nein, mit Sicherheit wirtschaftliche Interessen sind dort. Wintershall hatte nie aufgehört, dort aktiv zu sein. Und als damals Wintershall sogar in der Anfang dieses neuen Jahrhunderts mehr in Tripoli aktiv geworden war, Amerikaner allen voran, der Senator Lugar protestierte, warum Wintershall in der Gebiet Konzessionen bekommen hat, was auch den Exxons Konzessionen sind. Damals Fischer als Außenminister hatte sehr klar und deutlich den Wintershall unterstützt und hat schon Position genommen. Wenn die Amerikaner Probleme haben, dann sollen sie zur WTO gehen und dort soll überprüft werden, ob diese Konzessionen sind gerecht oder ungerecht weitergegeben worden. Und aus der Perspektive, die Amerikaner haben das nicht mehr weiterverfolgt. Aber die deutsche Regierung hat Interessen. Aber wenn man die Lage jetzt zurzeit in Libyen sieht und dass auch nicht nur die Flüchtlinge aus Afrika in Richtung Europa kommen können, auch der libysche Bürgerkrieg führt dazu, dass sehr viele Libyer Interesse haben zu emigrieren. Das wird ein sicherheitspolitischer Faktor sein. Politische Stabilität ist aus der Sicht der europäischen Länder eine der Notwendigkeiten für wirtschaftliche Entwicklung und Prosperität. Und wenn es keine politische Stabilität gibt, mit Sicherheit wird dort auch keine wirtschaftliche Entwicklung geben und keine Ölexporte möglich sein in dem Maße, das man erwartet.
Deswegen die Europäische Union denkt an politische Stabilität, wenn meiner Meinung nach am Ende, wenn Haftar seine Interessen durchsetzt, wird man auch mit ihm arbeiten, unabhängig davon, ob der jetzt demokratisch gewählt ist. Ist der ehemalige Generalstabschef von Libyen während der Zeit für Gaddafi oder aber auch nicht. Das ist nicht relevant. Wichtig ist politische Stabilität. Aber ich glaube und ich erwarte nicht, dass die politische Stabilität in Libyen schnell zurückkehrt. Insbesondere, dass die türkische Regierung jetzt auch hatte Soldaten und Panzer und Flugzeuge dahin geschickt und ist im quasi Gegenpol von Ägypten geworden. Wenn die politische Stabilität so eine wichtige Rolle spielt und eigentlich ersehnt wird, die herrscht jetzt seit 2011 spätestens nicht mehr. Glauben Sie, dass in den Konzernen und in der hohen Politik mittlerweile Sehnsüchte nach Gaddafi, Mubarak oder Saddam Hussein entstanden sind? Ja, wir haben das auch in Ägypten gesehen, als General Sisi hatte demokratisch gewählte Präsidenten verhaftet. Niemand hatte mehr über arabische Frühling gesprochen, sondern sehr schnell alle haben schon sozusagen General Sisi unterstützt. Und er hat sich inzwischen auch Feldmarschall genannt. Und Saudi-Arabien hatte den Hahn von Geldern geöffnet. Weltbank hat das gemacht, amerikanische Regierung, Europäische Union und teilweise auch die Russen haben diese Regierung unterstützt. Aus der Perspektive denke ich, dass arabische Frühling ist vorbei. Der Wunsch nach Demokratisierung ist ersetzt worden von politischer Nüchternheit. Dann steht allerdings auch eine erhebliche Glaubwürdigkeitskrise. Also zum einen, wenn der Deutsche die Politik beobachtet, der ja grundsätzlich schon dafür ist, dass man ethische Außenpolitik betreibt. Bei uns wird diese Glaubwürdigkeit entstehen, aber wie sieht es denn mit der Glaubwürdigkeit in den betroffenen Ländern aus, beispielsweise in Ägypten? Niemand glaubt dann in diese Glaubwürdigkeit tatsächlich. Wenn man sieht, dass die, Präsident Morsi ist in einem Gerichtsprozess gestorben. Hunderttausende von Ägyptern sind während der letzten Jahre und Monaten verhaftet worden. Und die Welt hatte generell die Menschenrechte vergessen. Und aus der Perspektive Glaubwürdigkeit gibt es nicht. Interessen sind Motiv der Europäischen Union oder USA oder alle anderen Akteure, die da sind. Und wenn diese Interessen Demokratiedebatte hilft, dann greift man zu und wenn nicht, dann auch nicht. Die Länder haben in der Region Interessen und diese Interessen bestimmen die Politik. In Libyen haben wir jetzt also seit 2011, spätestens seit 2014 eine Art Bürgerkrieg. Dennoch fließt das Öl weiter nach Deutschland. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie wird Öl in Krisenregionen gefördert und wo kommt es dann eigentlich an? Für eine Offshore. Und wenn Offshore Öl gefördert wird und exportiert wird, dann ist generell unabhängig von Bürgerkriegland. Das haben wir auch in Afrika gehabt, während Angolaner in Festland Kriege geführt haben. Offshore ist Öl produziert und exportiert worden und die Bürgerkriegsparteien haben ihren Anteil bekommen. Zurzeit wird, ja, wir haben schon beide damals in Angola, jetzt auch, weiß ich nicht, wie wird das Ölgeld verteilt. Ich glaube, meistens die Regierung profitiert davon, weil die Offshore-Gebiete liegen immer noch unter der Aufsicht von offizielle Regierung in Tripoli. Und aus der Perspektive denke ich, dieser Ölexport leidet nicht unter dem Bürgerkrieg. 2003 war ja eine Zäsur der internationalen Politik. Es war die Invasion der Amerikaner im Irak. Die Friedensbewegung hat damals schon immer gesagt, die Beweise, die vorgelegt werden, denen können wir nicht trauen. Selbst der deutsche Außenminister Joschka Fischer hat das damals ja genauso klar formuliert. Und die Motivation wäre eigentlich das Öl im Irak. Nun sind wir ja schon, naja, rund 17 Jahre später, dass die Beweise gefälscht oder zumindest hingebogen sind. Das ist ja schon ungefähr ein Jahr später bekannt gewesen. Aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit dem irakischen Öl? Ist das in US-Hand gekommen? Ja, mit Sicherheit. Sehr viele, die USA tolerieren nicht, dass die irakische Regierung andere Akteure ins Land zieht, zum Beispiel neuerdings, es gab schon einen Vertrag zwischen der irakischen Regierung und China, dass 100 bis 300.000 Barrel Öl sollte exportiert werden, damit die chinesischen Firmen in Irak sozusagen den Wiederaufbau unterstützen. Das ist auf massive Unterstützung der USA gestoßen. Die USA tolerieren es nicht, wenn Ölfelder von fremden Mächte außer die US-Firmen oder der von US-Firmen genehmigte Firmen
kontrolliert werden. Die Interessen sind klar und die Kontrolle ist, die USA vertrauen niemandem dort und nur die Interessen verteidigen. Nun haben die USA ihre eigene Ölförderung ja deutlich ausgebaut. Die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass die US-Außenpolitik defensiver wird und sich aus den Ressourcen des Nahen Ostens zurückzieht. Können Sie diese Hoffnung unterstützen? Nein, mit Sicherheit nicht. Die USA exportieren inzwischen 4 Millionen Barrel pro Tag, importieren sie 7 Millionen Barrel pro Tag. Dazwischen sind 3 Millionen, die sind immer noch von Import abhängig, was den Nettoimport von Öl angeht. Vielleicht ein Anteil von Nahen Osten ist reduziert auf eine marginelle Menge, aber eins sollen wir nicht vergessen, dass meistens Länder, die mit USA konkurrieren, also China, Indien, sind abhängig von Nahen Osten. Und wenn man die Ölfelder im Nahen Osten kontrolliert, kontrolliert man die Verbraucher. Und sorgt man dafür, dass einerseits finanzpolitisch per Dollar gehandelt wird und andererseits die Strömung von Ölströmung und Energieströmung unter Kontrolle, maritime Kontrolle kommt und dadurch auch die Verbraucher von US-Sicherheitspolitik abhängig bleiben. Deswegen denke ich, dass Ölfelder und Gasfelder in der Zukunft sind extrem relevant für US-Außenpolitik. Die sind die vitale Interessen seit Carter, dass man meinte, dass der Nahen Osten sind, Ölfelder im Nahen Osten sind, betreffen vitale Interessen der USA. Diese vitale Interessen sind nicht nur energiepolitischer Natur, sondern auch machtpolitische. Und denke ich, dass solange das maritim Öl aus der Region exportiert wird, kann durch US-Marine kontrolliert werden und Konkurrenzen wie China bleiben abhängig von diesem Öltransport. Wege, die von USA kontrolliert werden und automatisch wird auch die Kontrolle der globalen Trends durch US-Politik und Wirtschaft möglich sein. Deswegen Öl, Gas und erneuerbare Energie in der Zukunft sind extrem relevante Faktoren, dass die USA versuchen, die Kontrolle über die haben. Auch die USA sind nicht darüber glücklich, dass erneuerbare Energie so 98% von Chinas Produktion der seltenen Erde abhängig sind. Und aus der Perspektive, die wollten Greenland von Dänemark kaufen, weil das zweitgrößte oder erstgrößte Ressourcen sind in Greenland. Das alles, wir befinden uns in einem Transformationsprozess von einer unipolaren Welt zu einer multipolaren Welt. Und in diesem Trend, Kontrolle über die Energieressourcen wird ein entscheidender Faktor sein. Und es ist naiv zu denken, dass die USA, weil sie inzwischen mehr eigene Produktion haben, dann werden sie defensiver. Meiner Achtung nach, die werden noch aggressiver und offensiver.